Wer schön sein will, muss leiden. Dass dieses Sprichwort auch bei Autos gilt, ist kein Geheimnis. Schöne Karosserien schränken die Kopffreiheit ein und der Laderaum fällt meist kleiner aus. Der Kia Soul hingegen beweist, dass schön auch praktisch sein kann. Mit steilen Karosserieflächen schafft er auf kompaktem Raum viel Platz für seine Passagiere. Ob das Gesamtkonzept überzeugt, zeigt der heutige Test. Mit dem alternativen Design stellt die aktuelle Generation des Kia Soul die Welt der Crossover-SUV auf den Kopf. Zusammen mit weiteren attraktiven Designelementen, gerade im Innenraum, trifft er damit genau ins Herz oder in die Seele, alles Auslegungssache. Aber jetzt halt die Kamera mal wieder gerade. Wie von Kia mittlerweile gewöhnt, wirkt der Innenraum in der Top-Ausstattung sehr hochwertig. Das griffige Lederlenkrad liegt gut in der Hand und auch sonst kann sich die Materialauswahl im Cockpit sehen lassen. Wieder einmal sehr annehmlich ist die besonders umfangreiche Ausstattung. Das beheizbare Lenkrad und ein Fernlichtassistent, der automatisch und je nach Gegenverkehr zwischen Abblend- und Fernlicht wechselt, steht in der Top-Ausstattung Spiritline serienmäßig zur Verfügung. Um im Soul Musik genießen zu können, dient das Premium-Soundsystem mit 8 Lautsprechern und diversen Multimedia-Eingängen. Für das Fahrverhalten sorgt der 1,6 Liter Dieselmotor. Mit 128 PS und 260 Newtonmeter Drehmoment beschleunigt er den Soul in 11,2 Sekunden auf 100 km/h und maximal auf 180. Nur beim Dieselaggregat ist ein Automatikgetriebe wählbar, das allerdings sowohl die Fahrleistungen als auch den Verbrauch negativ beeinflusst. 1 Liter mehr Verbrauch auf 100 Kilometern ist nicht mehr zeitgemäß. Die einzige Alternative zum Selbstzünder ist ein 1,6 Liter Benziner mit 132 PS. Eine Start-Stopp-Automatik ist ja mittlerweile eigentlich Pflicht. Völlig daneben allerdings und dazu noch unverständlich, warum sich diese bei Kia nur mit den 16 Zoll Felgen kombinieren lässt. Wer schick aussehen möchte, muss auf moderne Spritspartechnik verzichten, da muss Kia noch dazulernen. Von außen unterscheidet sich die zweite Generation nicht sonderbar von ihrem Vorgänger, hat sich aber dezent weiterentwickelt. Zusammen mit dem optionalen SUV-Kit und der Signalfarbe Senfgelb steht er richtig gut da. Jetzt von der Seite betrachtet fällt noch mehr das würfelartige Design des Kia Soul auf. Die Heckklappe steht fast im 90-Grad-Winkel zum Dach. Das ist besonders hilfreich, wenn man das Heck beim Einparken einschätzen möchte. Was allerdings gar nicht geht, ist die D-Säule. Die fällt so groß aus, dass sich da durchaus der eine oder andere Radfahrer hinter verstecken könnte. So ganz konsequent ist Kia also doch nicht, wenn es um eine praktische Karosserie geht. Jetzt bei der Heckansicht stechen nochmal die schönen LED-Rückleuchten hervor. Da haben sich die Designer mal was Gutes ausgedacht. Außerdem, durch die schwarzen Hochglanzeinlagen hier an der Heckklappe wirkt sie deutlich luftiger und verschafft dem Wagen ein modernes, innovatives Äußeres. Auch wenn diese Formulierung der Marketingabteilung von Kia sicherlich nicht gefallen wird, die kastenförmige Gestaltung der Karosserie hat viele Vorteile, was den Laderaum betrifft. So stehen im Kia Soul zwar laut Datenblatt nur 354 Liter zur Verfügung, er wäre also kleiner als der Kofferraum des Golf. Allerdings lässt sich der Laderaum durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1367 Liter erweitern. Ein zusätzliches Staufach unterhalb des Ladebodens sorgt für den geordneten Transport von Kleinkram. Fahrer und Gepäck sind also gut verstaut, doch wie setzt es sich auf der Rücksitzbank? Dank der im Vergleich zum Vorgänger um 2 cm verlängerten Karosserie können auch im Fond größere Mitfahrer bequem Platz finden. Der vordere Sitz ist gerade ganz nach hinten eingestellt, da bleibt nicht mehr so viel Raum für die Knie, aber das ist durchaus mehr als ausreichend für die längere Reise. Auch die Kopffreiheit ist bei der Dachlinie natürlich mehr als ausreichend. Der Dieselmotor, den es nur in der Spirit-Ausstattung gibt, ist ab knapp 25.000 Euro erhältlich. Der Benziner in der Basisausstattung Edition 7 kostet knapp 17.000 Euro. Für 28.000 Euro erhält man dann die mit allen erdenklichen Extras ausgestattete Variante. Ein fairer Preis für ein solides Auto. Warum der Diesel allerdings nicht auch mit der Basisausstattung zu haben ist, bleibt ein Rätsel. Am Anfang hieß es noch, der Kia Soul stelle die Welt der Crossover-SUV auf den Kopf. Doch eigentlich ist es nur das Design, was ihn von den anderen Fahrzeugen unterscheidet. Ob Nutzwertfanatiker oder Lifestyle-Experte, der Kia Soul taugt beiden. Wer sowieso die volle Hütte bestellen würde, der ist mit der Spiritline sicher gut bedient. Doch aufgrund der Preispolitik ist der Dieselmotor damit leider erst ab 25.000 Euro erhältlich. Günstiger ginge es ohne die Ausstattung, nicht aber bei Kia.
Doch wahre Fans des extrovertierten Designs dürften ihm diese Schwäche sicher verzeihen. Zum Schluss noch der Dank ans Auto aus Dinnebier für die Bereitstellung des Testwagens. Und damit bis zur nächsten Folge wie immer, gute Fahrt!